Kolleginnen und Kollegen, ich fahre dann in der Tagesordnung fort und komme zu Tagesordnungspunkt 15, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Fluglärm wirksam reduzieren, Drucksache 20/26/19, vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Und als Erstes erteile ich das Wort Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Seit Jahrzehnten wächst der Frankfurter Flughafen. Nach der Startbahn West und Holger Börners denkwürdigen Satz „Kein Baum wird mehr fallen“ in den 80er-Jahren war nicht lange Ruhe. Es folgte Terminal 2 und Cargo City Süd. Und da, wo mal der Kelsterbacher Wald war, ist mittlerweile die Landebahn Nordwest. Heute belastet der Flughafen die Region mehr denn je mit Schadstoffen und mit Lärm. Das betrifft nicht nur die unmittelbaren Anrainergemeinden, sondern entlang der An- und Abflugrouten bis weit ins Kinzigtal, bis nach Mainz und nach Rheinhessen. Im Wahlprogramm der GRÜNEN hieß es zum Thema Fluglärm noch, Zitat, so wie es ist, kann es nicht bleiben. Ein 8-stündiges Nachtflugverbot und die Verhinderung von Terminal 3 forderten die GRÜNEN in ihrem Programm. Heute müssen wir leider Bilanz ziehen. 2 Jahre Schwarz-Grün sind leider auch in diesem Bereich 2 Jahre gebrochene grüne Wahlversprechen, und es sind 2 weitere Jahre Flughafenausbaupolitik, meine Damen und Herren. Denn Terminal 3 wird gebaut, und Schwarz-Grün spricht vom Lärmschutz und davon, dass es leiser werden soll. Aber man baut ein Terminal, damit dort eben Passagiere abgefertigt werden, damit sie danach in ein Flugzeug steigen. Und ich frage Sie, wenn man damit die Kapazitäten immer weiter erhöht, wie soll es denn dann bitte leiser werden in Rhein-Main? Natürlich ist es richtig, dass der Bau der Landebahn Nordwest ohne das Terminal 3 ziemlich sinnlos gewesen wäre. Das ist aus Sicht der Fraport auch klar. Aber genau das war ja in den letzten Jahrzehnten immer die Strategie. Man erweitert die Flugkapazität, dann baut man ein neues Terminal, das ist dann aber nicht ausgelastet, und dann argumentiert man, man braucht die nächste Bahn und so weiter. Natürlich kann man die Schlussfolgerung ziehen, dass man jetzt dieses Terminal bauen muss. Wir halten das für die falsche Schlussfolgerung. Man kann nämlich auch die Schlussfolgerung ziehen, dass die Nordwestlandebahn stillgelegt werden muss. Das wäre mit Sicherheit die vernünftigere Variante, wenn man an die lärmgeplagte Bevölkerung im Rhein-Main-Gebiet denkt. Ja, und schon beim Terminal 3 haben die GRÜNEN, mächtig rumgeeiert. Alle Maßnahmen, die den Bau tatsächlich noch hätten verhindern können, wurden gemieden. Die schwarz-grüne Stadtregierung Frankfurt hat die Baugenehmigung schon erteilt, als der grüne Verkehrsminister noch angekündigte, den Bedarf noch einmal prüfen zu wollen. Und am Schluss kam dann ein, nennen wir es mal, entschiedenes, na ja, überlegt es euch noch einmal in Richtung Fraport dabei raus, verbunden mit dem Satz des Ministers, Baurecht ist keine Baupflicht, als ob man einen Bauantrag stellt, wenn man nicht vorhätte, etwas zu bauen. Und als würde das börsennotierte und gewinnorientierte Unternehmen Fraport auf Wachstumsmöglichkeiten verzichten, wenn sie ihm erlaubt werden und sie ihren Gewinn damit maximieren können. Meine Damen und Herren, es ist nicht Aufgabe der Politik, an das Gewissen von Unternehmen zu appellieren, sondern es ist notwendig, als Gesetzgeber klare Grenzen aufzuzeigen. Ich will noch einmal darauf hinweisen, dass das Land Hessen und die Stadt Frankfurt ja Mehrheitseigentümer der Fraport AG sind und auch deshalb verpflichtet sind, Einfluss zu nehmen auf diese Entscheidungen und vor allem Einfluss darauf zu nehmen, dass die lärmgeplagte Bevölkerung mehr Ruhe hat, dass der Gesundheitsschutz an allererster Stelle steht, meine Damen und Herren. Ja, und dann kam das nächste Placebo. Die sogenannten Lärmpausen, also das stundenweise Schließen einzelner Lande- und Startbahnen zwischen 10 und 11 Uhr abends und zwischen 5 und 6 Uhr morgens. Dabei wird wohlgemerkt nicht weniger gestartet und gelandet, sondern eben nur über andere Bahnen. Wir nannten das daher von Anfang an auch nicht Lärmpausen, sondern Lärmverschiebung. Und auch die kürzlich vorgelegte wissenschaftliche Evaluierung samt einer repräsentativen Befragung der Menschen, der Bevölkerung dort, hat Zweifel aufgeworfen.
Die Messungen zeigten naturgemäß auf, dass es teilweise leiser, aber eben auch teilweise lauter geworden ist und dass über 90% der Befragten durch den Probebetrieb überhaupt keine Verbesserungen wahrnehmen würden. Nein, hier kann man nicht wirklich von einem Erfolgsmodell sprechen. Der Aufwand und die Inszenierung dieser Landebahnwechselspielchen stehen in keinem Verhältnis zum Ergebnis. Die Lärmverschiebungen rund um den Flughafen bleiben eine Mogelpackung. Sie versuchen, Aktionismus gegen Fluglärm zu simulieren, ohne auch nur einen Flieger weniger fliegen zu lassen. Und das ist, was übrig geblieben ist von Ihrer Forderung nach einem 8-stündigen Nachtflugverbot, ist übrig geblieben die stundenweise Verschiebung von Lärm, aber auch nur, wenn der Wind richtig weht und es keine unvorhergesehenen Ereignisse gibt. Und ob die Lärmpausen überhaupt beibehalten werden können, wenn die Zahl der Flugbewegungen steigt, das steht sowieso in den Sternen. Deswegen sagen wir, es ist eine Mogelpackung, und das ist alles andere als ein Erfolgsmodell. Die grüne Bundestagsfraktion hat im letzten Jahr einen sehr guten Antrag in den Bundestag eingebracht, der Lärmschutz in den Bundesgesetzen festschreiben und stärken will. Und diesen Antrag haben wir in leicht geänderter Form in den Landtag eingebracht. Herr Minister Al-Wazir, Sie hören ja immer gerne Lob für die GRÜNEN. Das ist wirklich ein gelungener Antrag. Ist halt von der Bundestagsfraktion der GRÜNEN. Haben Sie jetzt nicht daran mitgearbeitet, vermutlich. Aber an der Stelle wirklich ein Lob für die GRÜNEN. Das ist ein guter Antrag, und deswegen haben wir ihn auch gerne in veränderter Form hier eingebracht. Denn er benennt die Probleme durch den zunehmenden Luftverkehr sehr richtig und fordert grundlegende Änderungen, unter anderem am Luftverkehrsgesetz, am Bundesemissionsschutzgesetz und am Fluglärmschutzgesetz. Denn diese Regelungen sind zu großen Teilen einfach nicht mehr zeitgemäß. Gesundheits-, Klima- und Ressourcenschutz mahnen eine Wende im Luftverkehr an. Und wenn wir nicht eingreifen, dann wird es zu einer exorbitanten Steigerung des Flugverkehrs um 65% bis zum Jahr 2030 kommen. Wir können eine Wende im Luftverkehr stützen, indem die direkten und indirekten Subventionen abgebaut werden. Die Steuerfreiheit bei Kerosin ist ein Beispiel. Die Steuerfreiheit auf Kerosin muss abgeschafft werden. Das sieht auch der Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung so. Er hat im März 2014 ein Sondergutachten vorgelegt und darin festgestellt, dass Fluglärm und Luftverkehr in geltendem Recht in nicht mehr zeitgemäßer Weise privilegiert werden. Die gesetzliche Regelung der Fluglärmproblematik im Luftverkehrsrecht sei unterentwickelt, folgert der Sachverständigenrat. Das heißt, dass alleine das Wort unterentwickelt zeigt, dass es ein vernichtendes Urteil ist, und das zeigt dringenden Handlungsbedarf auf. Meine Damen und Herren, im Bundestag stellte die Frankfurter SPD-Abgeordnete Uli Nissen den GRÜNEN eine Frage zur Einbringung dieses Antrags. Und zwar fragte sie, warum die GRÜNEN denn in den Bundestag einen Antrag unter dem Titel Fluglärm reduzieren einbringen, aber dort, wo sie in der Landesregierung sind, nicht entsprechend handeln. Das ist eine gute Frage, wobei ich noch erwähnen möchte, dass die SPD-Fraktion im Bundestag den GRÜNEN-Antrag mit der Union dann natürlich abgelehnt hat. Aber die Frage hat sie gestellt. Und interessanter ist ja auch die Antwort, die der grüne Abgeordnete Stefan Kühn gegeben hat auf diese Frage. Stefan Kühn sagte nämlich, warum bringen wir diesen Antrag ein? Weil einer Landesregierung natürlich die Hände gebunden sind, wenn die Bundesgesetze so sind, wie sie sind. Der Bundesgesetzgeber ist für das Luftverkehrsgesetz und das Fluglärmschutzgesetz zuständig. Eine Landesregierung muss sich an Recht und Gesetz halten. Das ist doch klar. Soweit richtig. Dem will ich überhaupt nicht widersprechen. Er hat auch andere kluge Dinge gesagt in dieser Rede. Aber eine Einschränkung über den Bundesrat könnten die hessischen GRÜNEN natürlich auch auf Bundesebene Gesetzesänderungen anschieben, wenn sie denn wollten. Ja, Herr Wagner, und genau dazu geben wir Ihnen heute mit unserem Antrag, also auch dem Antrag Ihrer grünen Bundestagsfraktion, die Möglichkeit, die Gelegenheit, dass Sie genau das, was die GRÜNEN im Bundestag gefordert haben, dass Sie dem hier in Hessen zustimmen können und eine Bundesratsinitiative initiieren können, damit eben genau diese Forderungen, diese Änderungen im Bundesrecht auch endlich umgesetzt werden. Und vielleicht fangen die GRÜNEN ja nach dem
doch größeren Verlusten jetzt bei der Kommunalwahl auch an, sich mal ein bisschen wieder von der CDU zu emanzipieren. Und vielleicht können Sie sich ja dazu durchringen, für Ihren eigenen Antrag zu stimmen. Ansonsten wissen die lärmgeplagten Menschen in Hessen, aber auch in Rheinland-Pfalz und anderswo, dass von den Grünen in Sachen Lärmschutz auch auf dieser Ebene nicht so viel zu erwarten ist. Ich komme zum Schluss. Wir wollen mit diesem Antrag sehr deutlich machen, es gibt Möglichkeiten, wo die Landesregierung am Thema Lärmschutz noch aktiv werden kann. Und wir sind der Meinung, die Gesundheit, die Unversehrtheit, die Lebensqualität der Menschen in der Region muss Vorrang haben vor den Profitinteressen von Lufthansa und Fraport. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Caspar, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Dass wir heute über einen Antrag der LINKEN als Setzpunkt sprechen, der aus dem Mai letzten Jahres stammt und dessen Original ein Antrag der GRÜNEN auf Bundesebene bereits im April letzten Jahres diskutiert worden ist, zeigt einmal mehr, wie wenig Sie eigene Konzepte haben, wenn Sie schlicht und einfach Anträge von anderen Parteien aus dem Archiv abschreiben müssen. Also, ich glaube, das spricht für sich. Es wird auch genauso wie Ihre Zwischenrufe jetzt dem Ernst des Themas nicht gerecht. Und hier einen Antrag zu diskutieren, der die Entwicklung des letzten Jahres völlig außer Acht lässt, einschließlich der Vorstellung der Ergebnisse der NORA-Studie im vergangenen Oktober. Zugleich stellt sich natürlich die Frage, warum DIE LINKE diesen Punkt, wenn er ihr denn so am Herzen liegt, nicht schon früher als Setzpunkt gewählt hat. Denn der Antrag, wie gesagt, ist ja seit einem Jahr bekannt. Insoweit hätten Sie den ja auch früher hier einbringen können. Und es stellt sich natürlich die Frage, warum sich DIE LINKE nicht die Mühe gemacht hat, einen aktuellen Antrag hierzu zu entwickeln, der eben die aktuelle Situation aufnimmt. Ich will hierbei überhaupt nicht in Abrede stellen, dass man über einige der aufgeworfenen Fragen diskutieren kann. Auf Bundesebene bestehen im Bereich des Lärmschutzes durchaus Regulierungslücken, die geschlossen werden sollten. So drängen Sie in Paragraph oder in Nummer 11 des Antrags ist er, genau, hier steht 11. des Antrags auf die Evaluierung des Fluglärmschutzgesetzes. Das ist sicherlich ein solcher Punkt. Hierzu hat die Bundesregierung jedoch bereits 2014 mitgeteilt, dass in die Überprüfung der in § 2 des Fluglärmschutzgesetzes festgelegten Werte zur Abgrenzung der Schutzzone des Lärmschutzbereichs auch aktuelle Erkenntnisse der Lärmwirkungsforschung, z.B. in der NORA-Studie, einbezogen werden sollen. Darüber hinaus finden Konsultationen mit den maßgeblichen Akteuren statt, mit dem Ziel, die Ergebnisse in einem Bericht der Bundesregierung an den Deutschen Bundestag einfließen zu lassen, der 2017 vorliegen soll. Auch eine Initiative mit dem Ziel wird gefordert, der Abwicklung des Luftverkehrs den Lärmschutz bei der Flugsicherung an zweiter Stelle nach der Sicherheit des Flugbetriebs zu berücksichtigen, auch ein Thema, das für uns wichtig ist. Hierzu wird eine Änderung des Luftverkehrsgesetzes gefordert. Das ist dieser Punkt Nummer 4. Auch das haben wir natürlich längst in Angriff genommen. Darauf gehe ich aber noch einmal später ein. Ich gehe darauf ein, Herr Schaus, zuhören hilft. Was in dem Antrag jedoch völlig außer Acht gelassen wird, ist die Tatsache, dass wir auch in dieser Legislaturperiode, die nun ihre Halbzeit erreicht, bereits viel für den aktiven Fluglärmschutz getan haben. Dabei möchte ich durchaus auf den Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD auf Bundesebene Bezug nehmen, denn dort heißt es,
Mobilität ist eine wesentliche Voraussetzung für die persönliche Freiheit, gesellschaftliche Teilhabe sowie für Wohlstand und Wirtschaftswachstum. Grundlage hierfür ist eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur. Sie sichert unsere europäische und globale Wettbewerbsfähigkeit. Ich stimme den Rednern auf Bundesebene zu, wenn hervorgehoben wird, dass hierzu auch unverzichtbar der Luftverkehr gehört. Der CSU-Kollege Ossner hat in seinem Beitrag im Bundestag auch darauf hingewiesen, dass in dem Antrag geflissentlich sämtliche Anstrengungen der Flughäfen und der Luftverkehrswirtschaft für einen verbesserten Schutz vor Fluglärm unberücksichtigt gelassen wurden. Diesen Hinweis, der ja dort auf Bundesebene an Bündnis 90 die Grünen gerichtet war, können wir Ihnen, den LINKEN, hier im Hessischen Landtag natürlich in diesem Fall auch nicht ersparen. Im Ganzen handelt es sich um ein durchschaubares Spiel, aber wir werden nicht in diese Falle gehen und Ihren Antrag daher im Ergebnis ablehnen. Dass wir CDU, Bündnis 90 die Grünen in bestimmten Fragen der Flughafenentwicklung verschiedener Auffassungen sind, das ist bekannt, und es hat insoweit auch keinen Neuigkeitswert, den Sie meinen, durch einen solchen Antrag hier produzieren zu müssen. Aber wir sind uns natürlich in einem sehr zentralen Punkt außerordentlich einig, nämlich dass wir alles tun müssen, die Fluglärmbelastung im Rhein-Main-Gebiet weiterhin verringern zu wollen, und daran arbeiten wir. Der Erfolg von Fraport bemisst sich jedoch nicht nur in Zahlen. Wir sehen es in dieser Koalition als gemeinsame Aufgabe an, dass sich der Flughafen Frankfurt mit der Region und nicht gegen die Region entwickelt. Ziel ist, Vertrauen zu schaffen, dass dies bei ansteigendem Flugverkehr in Frankfurt nicht mit einem unbegrenzten Anwachsen der Lärmbelastung einhergeht. Auch das ist uns sehr wichtig. Unser Ziel ist es auch, dass am Standort Frankfurt möglichst leise Flugzeuge an- und abfliegen, und zwar auf möglichst lärmarme Art und Weise. Dafür sind die Lärmobergrenzen ein wichtiges Instrument. Sie ermöglichen eine weitere wachsende Entwicklung des Luftverkehrs, allerdings unter der Voraussetzung verbindlich festgelegter Lärmgrenzwerte. Die genaue Ausgestaltung, auch das ist hier schon öfters erörtert worden, werden wir in diesem Jahr sicherlich noch an geeigneter Stelle diskutieren. Wir werden begleitend auch bei unseren Anstrengungen zur konsequenten Umsetzung und Weiterentwicklung des Maßnahmenpakets der Allianz für Lärmschutz nicht nachlassen. Ich möchte auch erwähnen, dass Anfang September 2014 das satellitengestützte Präzisionsanflugsystem GBAS in Betrieb genommen wurde, mit dem je nach Verkehrslage auch noch wenige Kilometer vor der Landung bewohnte Gebiete umflogen werden können. Es ist natürlich jetzt Aufgabe der Luftverkehrsgesellschaft, ihre Flugzeuge entsprechend auszurüsten, aber auch da sind diese dran. Das Hessische Verkehrsministerium hat die lärmabhängigen Start- und Landeentgelte weiterentwickelt und zu Jahresbeginn 2015 bereits durchschnittlich um 3,2 % angehoben. Für besonders laute Maschinen stiegen die Entgelte seinerzeit sogar um 8 %. Auch dies wirkt sich natürlich auf die Einsatzplanung der Luftverkehrsgesellschaften entsprechend aus. Die haben daher eine große Motivation, leises Fluggerät hier einzusetzen und nicht das laute. Ich nenne als weiteren Punkt die Ausrüstung der Airbus A320-Flotte der Lufthansa mit den Wirbelgeneratoren. Das ist ja schon oft genug besprochen worden. Deswegen muss ich es an der Stelle nicht vertiefen. Ich nenne aber auch, dass wir Ende April 2015 mit dem Probebetrieb der Lärmpausen begonnen haben. Die bisherigen Erkenntnisse, die wir haben, sind außerordentlich positiv, sodass wir glauben, dass wir das fortsetzen und weiter ausbauen können. Lassen Sie mich noch nennen, dass wir weitere Maßnahmen ergriffen haben, wie beispielsweise
das DROPS-Verfahren, das ausgesetzt war beim Probebetrieb, das wir aber seit Kurzem wieder unter Ostbetrieb anwenden. Dies entlastet an ungeraden Tagen die östlich des Flughafens gelegenen Gebiete zwischen 5 und 6 Uhr vom Lärm startender Flugzeuge, da in dieser Zeit ausschließlich dann über die Startbahn West geflogen wird und gestartet wird. Insoweit auch eine Maßnahme, die sich unmittelbar auswirkt. Es gibt dann weiterhin noch, da sind wir auch unterwegs, die Bundesratsinitiative der Länder Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, um hier über eine Änderung des Luftverkehrsgesetzes die stärkere Einbeziehung der Bevölkerung bei der Planung dieser Verfahren sicherzustellen. Auch hier sind wir auf einem guten Weg. Alles in allem kann man sagen, wir arbeiten daran, den Luftverkehr, den wir brauchen und der für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes wichtig ist, weiter die Möglichkeit zu geben, sich hier in dem Maße zur Verfügung zu stellen, wie die Menschen es haben wollen. Aber wir arbeiten eben auch daran, dass die Lärmbelastung möglichst gering ist. Ich glaube, die Landesregierung ist hier auf einem guten Weg, und wir unterstützen sie darin und brauchen sicherlich nicht diesen alten Antrag, den Sie hier ausgegraben haben. Vielen Dank. – Als Nächster spricht Kollege Rock, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Es ist ja schön, wenn man als Abgeordneter aus dem Landkreis Offenbach mal wieder im Hessischen Landtag über den Flughafen sprechen kann. Die GRÜNEN machen das ja nicht mehr so oft. Das haben sie früher öfter zum Thema gemacht. Von daher hat sich das ein bisschen verschoben. Ich möchte als Freier Demokrat natürlich noch einmal deutlich machen, das hat man in den anderen Fraktionen nicht ganz so deutlich herausgehört, wie vielleicht früher einmal, dass wir als Freie Demokraten zum Ausbau des Frankfurter Flughafens stehen. Das ist natürlich eine Belastung für die Region, das wissen wir alle. Aber wir wissen auch den Frankfurter Flughafen zu schätzen. Und wir wissen auch, was er für die persönliche Mobilität der Einwohner Hessens, vor allem des Rhein-Main-Gebietes, bedeutet, was er für ein wirtschaftlicher Standortvorteil ist für die Region, was er da für positive Auswirkungen hat. Wir wissen, was er für einen enormen Wirtschaftsfaktor ausmacht, auch für die eine oder andere größere Kommune in Hessen. Und wir wissen natürlich, was er auch für den Arbeitsmarkt bedeutet. Und das kam ja bei der Debatte jetzt ein bisschen zu kurz. Ich glaube, das muss auch hier an dieser Stelle einmal gesagt werden. Der Frankfurter Flughafen ist nicht der Teufel im Rhein-Main-Gebiet, sondern er ist ein großer Vorteil für das Rhein-Main-Gebiet. Wir wissen allerdings auch, dass er natürlich auch Nebenwirkungen hat, wie viele eben Themen in der modernen Gesellschaft haben Menschen, die in Ballungsgebieten leben, auch Nachteile. Sie haben Vorteile, aber sie haben Nachteile. Diese Nachteile, die Menschen betreffen, die in Ballungsgebieten leben, sind oft gesundheitliche Nachteile. Es ist vor allem Lärm, es ist Schadstoffbelastung, und das ist eine kumulierte Belastung, die sich nicht allein auf einen Belastungsträger zuspitzen darf, was wir ja auch noch einmal in der NORA-Studie uns anschauen konnten. Ich möchte auch noch einmal den kleinen Schlenker zu den Lärmpausen machen. Also, meine Fraktion hat sich ja da auch schon mehrfach dazu geäußert. Also, diese große Innovation des hessischen Wirtschaftsministers, glaube ich, muss man entsprechend auch würdigen, dass man an dieser Stelle von einer Lärmumverteilung sprechen muss. Es wird nicht in Summe leiser, sondern die Belastungssituationen werden auf der einen Seite heruntergeschraubt und auf der anderen Seite erhöht. Und diese Verschiebung, diese Umverteilung der Belastung, die kann für einen einen Gewinn bedeuten, aber sie bedeutet dann immer auch an anderer Stelle für einen anderen Bürger im Rhein-Main-Gebiet einen Verlust. Und von daher sind diese Jubelmeldungen oder auch diese als sehr positiv dargestellten öffentlichen Äußerungen des Ministeriums, des Ministers, glaube ich, doch kritischer zu bewerten.
Das Thema Umverteilung von Lärm, das ganze Thema Umfliegung von Ballungsräumen oder Städten oder stark besiedelten Wohngebieten muss man als Abgeordneter aus dem Landkreis Offenbach ein bisschen kritischer sehen. Wenn ein Offenbacher Landtagsabgeordneter und ein Frankfurter Landtagsabgeordneter sich zusammenfinden und überlegen, wie denn Flugzeuge am klügsten fliegen sollten, sodass stark besiedelte Zentren entlastet werden, dann kann man nur als Abgeordneter aus dem Landkreis Offenbach sagen, na ja, schön, dann sind jetzt ja alle bei uns. Und genau so ähnlich kann man das ja auch beobachten. Und von daher, bei dieser ganzen Umverteilungsdebatte und bei der Umfliegungsdebatte gibt es immer Gewinner und Verlierer. Und es ist immer ein Problem für die Region, das zu akzeptieren. Ich finde, es ist immer noch eine große Solidarität bei dem Thema in der Region. Ich habe jetzt auch im Kommunalwahlkampf das nicht mehr als so enormes Thema erlebt, wie es einmal war. Es ist ein Thema, aber nicht mehr in dieser Intensität, wie wir es vielleicht vor einigen Jahren noch erlebt haben. Und unser Fokus, und ich denke, dass der Fokus für alle, die sich mit dem Thema der Belastung und auch der gesundheitlichen Belastung durch den Fluglärm auseinandersetzen, unser Thema muss die Reduzierung des absoluten Lärms sein. Der absolute Lärm muss reduziert werden und nicht die Umverteilung vorangetrieben, in der es immer Gewinner und Verlierer gibt. Und wie gesagt, wenn sich Offenbach und Frankfurt da zusammentut, dann kann man sich relativ leicht ausrechnen, wo das dann alles landet. Aber an dieser Stelle möchte ich auch noch einmal darauf hinweisen, dass das Thema Lärmdeckel natürlich kein ungefährliches ist. Wenn ich hier höre, dass wir dieses Jahr dazu hier noch im Plenum etwas vorgestellt bekommen, habe ich schon eine gewisse Befürchtung. Ich habe bis jetzt erlebt, dass der zuständige Minister doch relativ orientierungslos bei der Frage Terminal 3 hier herumgestolpert ist im Plenum und auch irgendwie den Weg nicht zum Spatenstich gefunden hat. Das scheint irgendwie schwierig gewesen zu sein. Aber ich kann mir nicht vorstellen, so wie die GRÜNEN bis jetzt in dieser Landesregierung auftreten, dass sie nicht noch irgendein Ass im Ärmel haben, dass sie ihren Wählerinnen und Wählern und Mitgliedern auch verkaufen wollen. Und ich befürchte, dass es dieser Lärmdeckel sein wird, wo die CDU den Preis zahlen muss für das Terminal 3. Ich bin mal gespannt, was wir hier vorgelegt bekommen. Und ich kann nur sagen, man soll nicht versuchen, die Politik der Linken zu machen durch die Hintertür, indem wir eben durch entsprechenden Lärmdeckel die Möglichkeiten des Frankfurter Flughafens zu sehr einschränken. Wir werden darauf genau achten und werden uns das auch die Bewertung an dieser Stelle, auch hier im Plenum, an diesem Pult vornehmen. Da bin ich mir sicher. Der entscheidende Punkt ist, wie gesagt, die Frage, wie kann ich denn außer durch technische Innovation vorantreiben, dass absolut Lärm reduziert wird. Da spielen aus unserer Sicht natürlich die Lärmentgelte eine entsprechende wichtige Rolle. Und da spielt aber auch Europa eine Rolle. Und mir graut es immer so ein bisschen, wenn wir den Frankfurter Flughafen sozusagen rein als hessisches Unternehmen sehen oder maximal noch als deutsches Unternehmen und diese Infrastruktur vielleicht dann dadurch nicht so würdigen, wie sie gewürdigt werden muss. Weil es ist eine Infrastruktureinrichtung, die eine wichtige Bedeutung für unser Land hat und für die Bundesrepublik Deutschland hat, die aber im Wettbewerb nicht mit Düsseldorf steht oder mit Egelsbach, sage ich mal, sondern sie steht im Wettbewerb mit großen internationalen Flughäfen. Und das bedeutet, wenn dieses Unternehmen erfolgreich arbeiten soll, dann muss man schauen, dass man dieses Unternehmen auch wettbewerbsfähig hält. Und ich habe ja schon etwas zu der Bedeutung für die Wirtschaft und für die Prosperität des Landes gesagt. Von daher kann man die Debatte der Frage von Beschränkungen und wenn ich mir diesen schrecklichen Antrag, den die GRÜNEN in den Bundestag und die LINKE jetzt zur Vergewisserung, wo denn die GRÜNEN heute stehen und ob sie sich noch an ihre eigene Politik erinnern, hier noch einmal eingebracht haben. Das kann jeder hier für sich selbst bewerten. Das erspare ich mir. Aber diese Frage, die sie hier aufwirft und diese ganzen Punkte, die hier aufgeführt sind, wenn das wirklich die Meinung des Wirtschaftsministers des Landes Hessen wäre, wäre das sehr bedenklich. Wäre das sehr bedenklich. Und ich muss sagen, außer Acht zu lassen, dass ein Unternehmen, das in Deutschland solche Bedeutung hat, hier mit 14 Punkten, die in der Regel reine Eingriffe sind,
reine administrative und gesetzliche Beschränkung für ein Unternehmen. Ich glaube, dass wir nur in der Partnerschaft mit diesem Unternehmen wirklich vorankommen können. Ich glaube, dass wir uns nicht als Gegner dieses Unternehmens, das eine Heimat, das die Existenzgrundlage für ganz viele Menschen hier in Hessen ist, sehen dürfen, sondern wir glauben, wir sind fest davon überzeugt, dass Fraport kein Interesse hat, die Bevölkerung im Rhein-Main-Gebiet ohne Not und über die Maßen gesundheitlich zu belasten, sondern wir glauben, dass Fraport, und das haben Sie auch bewiesen, Partner der Region sein wollen. Und wir wollen auch Partner von Fraport sein, dass dieses Unternehmen erfolgreich sein kann bei minimaler Belastung der Bevölkerung. Und dazu gehört, dass man auch miteinander sich austauscht, aber nicht einen Vorschlag mit 14 Punkten, die fast alle dazu dienen sollen, dieses Unternehmen zu behindern und zu schädigen. Ich hoffe, dass der zuständige Minister hier auch noch einmal ein deutliches Wort zu diesem Unternehmen sagt, wie die Landesregierung zu diesem Unternehmen steht, dass es positiv dieses Unternehmen begleiten will und dass es erkennt, welche wichtige Bedeutung es für das Rhein-Main-Gebiet, aber auch für die gesamte Bundesrepublik Deutschland hat. Ich denke, eine wichtige Maßnahme wäre z. B. die Frage der Lernentgelte, der lernabhängigen Entgelte, vielleicht einmal auf ganz Europa auszudehnen. Wenn man nur einen Flughafen hat, in dem das eine solche Rolle spielt. Je mehr Flughäfen dort mitziehen, umso schneller würden ältere Maschinen aus dem Verkehr gezogen werden. Das sind alles Themen, die könnte man angehen und die kann man sich kümmern. Es ist ganz wichtig, die absolute Lärmbelastung zu reduzieren, nicht die Umverteilung voranzutreiben. Und es ist auch gefährlich, wenn man versucht, über einen Lärmdeckel hintenrum das zu tun, was die LINKEN hier doch immer mal wieder ins Gespräch bringen, was bei allen anderen Abgeordneten hier ein bisschen Kopfschütteln auslöst, ein Rückbau der Nordwestbahn. Also wenn man das dann durch die Hintertür durch einen Lärmdeckel vorantreibt, ist das natürlich keineswegs besser. Da muss man sich hinterfragen, welche Politik man eigentlich für dieses Land macht. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Weiß, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben ja eben schon gehört, der Antrag ist hier ein bisschen älter und auch bei den GRÜNEN im Bundestag abgeschrieben. Aber seit Frau von der Leyen gestern wissen wir ja, dass es nur Folgen hat, wenn man etwas Relevantes abschreibt. Von daher dürfen Sie Ihren Doktortitel behalten, Frau Wissler. Ich mache jetzt hier über anwesende Staatssekretäre mache ich jetzt nicht noch einen zweiten Karlauer. Liebe Kolleginnen und Kollegen der LINKEN, bei so alten Anträgen ist das Problem, dass sie oft überholt sind. So läuft z. B. gerade das Gesetzgebungsverfahren der Bundesregierung zur Änderung des Luftverkehrsgesetzes. Die Anhörung im Verkehrsausschuss war am 24. Februar, also gerade einmal vor zwei Wochen. Ihr Antrag hat darüber hinaus, dass er in vielen Punkten überholt ist, einige weitere Probleme, von denen ich hier vier nennen will. Er berücksichtigt erstens aus unserer Sicht nicht ausreichend, dass es auch für den Bundesgesetzgeber Schranken gibt für Änderungen der Gesetzgebung, z. B. in diesem Fall auf europäischer Ebene die Verordnung für Betriebsbeschränkungen an Flughäfen. Ein zweiter Punkt ist, dass Ihr Antrag nicht ausreichend differenziert, ob nur der Bau bzw. Ausbau von Flughäfen gemeint ist oder auch der Bestand. Der dritte Punkt, den ich hier ansprechen will, ist, dass aus meiner Sicht unzutreffende Anlehnungen zum Lärmschutz bei Straßen und Eisenbahnen gemacht werden. Es gibt z.B. keinen Vorrang des aktiven Schallschutzes bei Eisenbahnen. Es gibt im Moment, und das bedauere ich als Anwohner des Rheingau-Taunus-Kreises, nicht einmal die Möglichkeit, auf Bestandsstrecken Betriebsbeschränkungen einzuführen. Und nicht zuletzt seit der NORA-Studie wissen wir, wie wichtig es ist, bei Lärmquellen ganz genau zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern zu differenzieren. Vierter Punkt, den ich zu dem Antrag hier noch anbringen möchte, ist, dass es meines Erachtens entscheidend ist für die Bewertung eines Antrags hier im Hessischen Landtag, und das ist das Problem, das alle linken Anträge haben, dass er nämlich keine ausgewogene Beurteilung und Abwägung der Interessen des Lärmschutzes mit den Interessen der Menschen auf Mobilität und Freiheit in der Mobilität sowie der Interessen der Wirtschaft nach einem attraktiven Angebot im Luftverkehr enthält. Deswegen kann Ihr Antrag unsere Zustimmung nicht finden.
Die Bundesregierung handelt im Übrigen bereits im Bereich der Luftverkehrsgesetzgebung. Die von mir angesprochenen Änderungen des Luftverkehrsgesetzes, die gerade in der Beratung ist, beinhaltet z.B. einige wichtige Änderungen im Bereich der Umweltverträglichkeitsprüfung bei Flughäfen. Wird jetzt ein deutlich größerer Bereich mit eingezogen werden. Außerdem wird durch die Änderung des § 8 Absatz 1 Luftverkehrsgesetz insgesamt eine größere Transparenz hergestellt werden. Die hessische SPD macht keinen Hehl daraus, dass wir uns größere Änderungen gewünscht hätten, als sie in der Koalition mit der Union auf Bundesebene erreichbar waren. Dies gilt für den Vorrang des aktiven Schallschutzes vor passivem Schallschutz, für ein allgemeines Lärmminimierungsgebot und für eine Verbesserung des gesetzlichen Schallschutzes in der gesamten gesetzlichen Nacht. Ich bin darüber froh, dass, wenn ich mir die Stellungnahme der ADF zu dem Gesetzentwurf durchlese, dass wir hier als SPD auf 1:1 auf der Position der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Fluglärmkommissionen liegen. Wir sind hier im Hessischen Landtag aber, und deswegen muss ich hier auch noch ein paar Punkte zu den Handlungsoptionen auf Landesebene in der Luftverkehrspolitik verlieren. Und da muss man konstatieren, dass auch nach nunmehr 2 Jahren im Amt die Bilanz des grünen Verkehrsministers in dieser Richtung äußerst dürftig ist. Vor allem, wenn man für eine Bewertung die Erwartungen der Menschen zugrunde legt und die Erwartungen, die der Minister selbst geweckt hat. Beim Terminal 3 hat der Minister die Erwartung geweckt, dass es das mit ihm nicht geben würde. Diese Erwartung hat er enttäuscht. Bei den Landeentgelten gibt es die Erwartung der Fluglärmkommission, dass der lärmabhängige Anteil auf 30% angehoben wird. Bis jetzt hat der Minister noch überhaupt keine neue Entgeltordnung vorgelegt. Und wir sind sehr gespannt, ob er auch hier die Erwartungen erfüllen wird oder nicht. Die nächste Erwartung, die der Minister vor der Wahl geweckt hat, ist ein Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr. Auch diese Erwartung hat er enttäuscht. Stattdessen hat er als Placebo- und Ablenkungsmanöver ein Lärmpausenmodell entwickelt, mit dem er auch wiederum Erwartungen verbunden hat, nämlich eine spürbare, Herr Boddenberg, eine spürbare Entlastung der Menschen in der Region. Wie ist das Ergebnis? Das Ergebnis nach der Testphase ist, 95% der betroffenen Menschen spüren überhaupt keine Veränderung oder sogar eine Verschlechterung durch die Lärmpausen. Es hat sich also auch hier nichts geändert. Bei den Lärmpausen hat der Minister die Erwartungen ebenso enttäuscht wie in anderen Punkten. Die Lärmpausen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist nichts anderes als Haarwasser. Das nützt ebenfalls nichts, schadet nichts, aber riecht ganz gut. Der nächste Punkt, bei dem der Minister Erwartungen geweckt hat, ist die Lärmobergrenze. Hier sind und bleiben wir gespannt. Kollege Beuys, gestatten Sie eine Zwischenfrage vom Kollegen Boddenberg? Ja, klar. Jetzt geht es, glaube ich. Herr Kollege Beuys, ich habe es dazwischen gerufen. Jetzt mache ich es auch ordentlich, wie sich das gehört. Frage: Wollen Sie die Lärmpausenregelung wieder abschaffen, entgegen der Empfehlung der Frankfurter Fluglärmkommission, oder wollen Sie sie beibehalten? Die Frankfurter Fluglärmkommission hat ganz klar gesagt, dass die Lärmpausenregelung auf Dauer nicht haltbar sein wird bei zunehmendem Verkehr. Natürlich stimmt das dementsprechend. Aus unserer Sicht hat sich die Lärmpausenregelung nicht bewährt, weil wir hier in einem Bereich sind, wo maximal 5% der betroffenen Menschen Verbesserungen spüren. Dafür ist aus unserer Sicht diese Lärmverteilung nicht geeignet, weitergeführt zu werden. Weiter geht es bei dem Punkt Lärmobergrenze. Hier sind und bleiben wir gespannt. Die Landesregierung hat hier schon auf Zeit gespielt und will einen Entwurf frühestens im Sommer vorlegen, also erst zur Mitte der Legislaturperiode. Daran sieht man, dass sich Schwarz-Grün mit dem Thema schwer tut. Die Fristen für unseren Berichtsantrag, den wir zu dem Thema gestellt haben, läuft in 3 Tagen ab für die Beantwortung. Wir sind mal sehr gespannt auf die Fragen. Nächste Woche ist der Wirtschafts- und Verkehrsausschuss. Da werden wir uns über das Thema unterhalten. Bis jetzt liegt noch nichts Brauchbares von der Landesregierung zu den Lärmobergrenzen vor. Wir sind gespannt, was dann hier dementsprechend uns vorgelegt wird. Herr Minister, wir werden uns sehr genau beobachten, wie Sie auch mit diesem Thema, mit den Erwartungen umgehen. Wir sind sehr gespannt, wie Sie mit dem Auflagenvorbehalt umgehen werden, wie Sie bei einer einzuleitenden Planänderung die Annahmen
der Planfeststellung ändern werden, Stichwort neuer Prognosehorizont, Stichwort Berücksichtigung von Fluglärmreduktionspotenzial an den Fluggeräten sowie die Höhe der jährlichen Absenkung des maximalen Lärms. Ich prognostiziere, dass auch hier wieder die Erwartungen und die spätere Festschreibung in der Planfeststellung auseinanderklaffen werden. Schauen wir mal. Danke schön. Nächster Redner ist Kollege Kaufmann, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist jetzt so viel merkwürdiges Zeug erzählt worden von den letzten Vorrednern hier vom Pult, dass es relativ schwerfällt, das irgendwie geordnet zusammenzufassen. Ich will mal damit anfangen, mit dem, was der ursprüngliche Titel war. DIE LINKE bringt einen Antrag der Grünen Bundestagsfraktion mit einer zweimonatigen Zeitdifferenz hier ein. Im letzten Mai waren die wesentlichen Änderungen, die Frau Wissler angesprochen hat, bestehen darin, dass aus Bundeslandesregierung wird und dass noch darüber hinaus das Land Hessen im Bundesrat eine Initiative ergreifen soll, und weil man ja nicht direkt das Gesetzgebungsverfahren hier machen kann. Ansonsten ist dieser Antrag im Text identisch. Meine Damen und Herren, ich kritisiere überhaupt nicht irgendwelche Plagiatsfragen. Ich finde es eher sehr gut. Und ich bedanke mich dafür, dass wir durch DIE LINKE Unterstützung unserer guten Gedanken und Vorstellungen zum Thema Lärmschutz im Flugverkehr erhalten. Da ist es allerdings, lieber Kollege Schaub, ist es dann allerdings die Frage, warum haben Sie 9 Monate dafür gebraucht, um es dann am Ende hier aufzurufen? Sie haben ja schon gehört, dass es dadurch teilweise bedauerlicherweise veraltet ist, nicht mehr den aktuellen Stand der Dinge wiedergibt. Sie haben ihn erst den Antrag eingebracht, dann schubladisiert. Und deswegen es ist gut, dass wir es endlich diskutieren. Aber erlauben Sie mir die Feststellung, ein bisschen beleidigt sind wir schon, dass unsere guten Ideen so lange abgelagert wurden, ohne hier der Debatte zugeführt zu werden. Denn, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der LINKEN, also, der Antrag ist überschrieben, Fluglärm wirksam reduzieren. Ich darf Ihnen Folgendes vorlesen. Es ist vorrangiges Ziel der Landespolitik, die mit dem Betrieb des Flughafens einhergehenden Belastungen für Mensch und Umwelt in einem höchstmöglichen Maß rasch wirksam zu verringern. Das ist Originaltext des Koalitionsvertrages zwischen CDU und uns. Und Sie wissen, dass Reduzieren und Verringern wortsinnig identisch ist. Also, das, was Sie letztes Jahr über Ihren Antrag geschrieben haben, haben wir schon ein Jahr vorher vertragsmäßig gemeinsam mit der CDU als Ziel festgehalten. Kommen wir jetzt auf die im Antrag unter anderem festgehaltenen Inhalte. Da ist zum einen die Rede, dass die Belastungen durch Fluglärm nach oben hin zu begrenzen sind. Der Kollege Weiß hat es ja angesprochen. Das sind die Lärmobergrenzen, wenn man Fluglärm nach oben hin begrenzen will. Und da kann ich auch den Koalitionsvertrag zitieren. Dort heißt es, entsprechend der Empfehlung der Mediation wird vereinbart, eine Lärmobergrenze für den Flughafen Frankfurt einzuführen. Ziel ist es, eine deutliche Lärmreduzierung gegenüber den im Planfeststellungsbeschluss prognostizierten Werten zu erreichen. Also, mit anderen Worten, Sie merken, nicht nur eine Einheit zwischen den Gedanken der GRÜNEN auf Bundesebene und dem, was wir hier tun. Sie merken darüber hinaus sogar, dass es uns gelungen ist, gemeinsam mit unserem Koalitionspartner dieses als gemeinsame Ziele festzuhalten. Dann geht es weiter. In dem Antrag, den Sie zitiert und so gut gefunden haben, ist der Vorrang des aktiven vor passivem Schallschutz gefordert. Das ist ja leider, wie wir vom Kollegen Weiß, glaube ich, gerade gehört haben, auf Bundesebene nicht gelungen. Bei uns ist es gelungen. Im Koalitionsvertrag steht, ich zitiere erneut, dabei haben Maßnahmen zum aktiven Schallschutz gegenüber passiven Schallschutzmaßnahmen eine eindeutige Priorität. Also, ich will jetzt die Beispiele nicht zu weit vorantreiben, sonst fürchten die Kolleginnen und Kollegen der CDU noch, wir hätten sie komplett sozusagen für die grüne Programmatik eingefangen. Aber Sie merken doch ganz eindeutig daraus, dass wir unseren
Programm des Lärmschutzes ernst nehmen und dass wir halt im Gegensatz zu manch anderem nicht nur Forderungen in die Welt stellen, sondern tatsächlich und zwar alltäglich engagiert daran arbeiten, den Zustand zu verbessern. Meine Damen und Herren, genau deswegen sind die ganzen Vorwürfe in Sachen Lärmpausen, verehrter Kollege Rock, verehrte Kollegin Wissler, auch Unfug. Sie sollten als Grundlage erst einmal zur Kenntnis nehmen, dass die Erweiterung des Flughafens Frankfurt durch die neue Nordwestlandebahn bis zum heutigen Tage aus Lärmbedeutungssicht nichts anderes war und ist als eine Lärmverschiebung. Wir haben nämlich nicht mehr Flugbewegung, als wir im Jahr 2007 hatten, sondern sogar deutlich weniger zurzeit. Das heißt, es ist eine Lärmverschiebung. Und wenn die Lärmverschiebung zusätzliche Betroffenheiten und Belastungen erregt, dann ist es das erste sinnvolle Mittel, zu sagen, wir gucken jetzt, ob wir an diesen Verschiebungen wieder noch einmal drehen können und andere wieder Rückverschiebungen zum Teil machen können, um die Lärmbelastung zu verringern. Genau das sind die Lärmpausen, genau das ist geschehen, und genau das ist auch erfolgreich. Die Fluglärmkommission hat am gestrigen Tag Folgendes beschlossen, ich zitiere, die Fluglärmkommission Frankfurt stimmt deshalb einer Überführung der Maßnahme Lärmpausen von Probe in den Regelbetrieb zu. Punkt. Meine Damen und Herren, was wollen wir mehr? Die Fluglärmkommission, die nun bestimmt, sagen wir mal, die Belange derjenigen, die sich vor Fluglärm geschützt sehen wollen, sehr engagiert auch vertritt, die findet das gut. Und die Fluglärmkommission steht unter dem Vorsitz von Bürgermeister Jür aus Raunheim, der bekanntermaßen weder der CDU noch den GRÜNEN angehört. Und insoweit, auch, insoweit sollte er politisch unverdächtig sein, dass er das tatsächlich an den Fluglärmbelastungen ausrichtet. Im Übrigen, den Kollegen Weiß muss ich mal wieder daran erinnern, dass die Lärmpausen als politische Forderung vor der letzten Landtagswahl, also bezogen auf die laufende Legislaturperiode, als einziger Partei so von der SPD gefordert wurde. Ich darf aus dem Programm der SPD zitieren. Deshalb müssen schnellstmöglich weitere Entlastungsmöglichkeiten durch ein wirksames Anschwellen zwischen 5 und 6 Uhr sowie Abschwellen zwischen 22 und 23 Uhr durch die schnellstmögliche Einführung lärmoptimierer An- und Abflugverfahren durch eine konzentrierte Nutzung des Bahnsystems, Klammer auf, Lärmpausen, Klammer zu, konsequent genutzt werden. Also, die Lärmpausen, könnte man sogar sagen, war ja, wenn man das so will, die Idee der SPD, nur war dann wieder keine Substanz dahinter. Und deswegen erkennen Sie genau daran den Unterschied zwischen lockeren Forderungen und tatsächlicher Arbeit zugunsten derjenigen, die vor Lärm geschützt werden wollen. Und genau diese konsequente Arbeit leistet die Koalition unter der Führung unseres Wirtschaftsministers. Wenn wir aber den Antrag betrachten, den DIE LINKE eingebracht hat, und die Diskussion, die es dazu im Bundestag gegeben hat, dann muss ich doch noch einmal unter dem Aspekt auch der Kritik der SPD anmerken. Sie, das hat der Kollege Weiß ja erwähnt, haben im Bundestag dem Antrag nicht nur nicht zugestimmt, Sie haben in der Ausschussberatung auch darauf hingewiesen, dass Sie das Eingrenzen des Flugbetriebs durch das Ordnungsrecht ablehnen, sondern stattdessen auf einen konstruktiv-kritischen Dialog setzten. Der Eingriff, das Eingrenzen des Flugbetriebs durch Ordnungsrecht ist jetzt das, was Herr Kollege Weiß gerade im Zusammenhang mit dem Thema Lärmobergrenzen unterstellt hat. Und wenn manches so einfach wäre, Herr Kollege Weiß, dann hätte ich eigentlich von Ihnen erwartet, dass Sie uns heute unter dem Thema, wie kann man Lärmschutz verbessern, dargestellt hätten, wie man die Aussage der Frankfurter SPD im Wahlkampf, Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr geht, wie Sie uns das erläutern würden. Denn das wäre doch einmal interessant, denn ich sage Ihnen sicherlich kein Geheimnis. Das würden alle gern umsetzen, so rasch wie möglich, wie das gehen soll. Das, na, fast alle, Entschuldigung, der Kollege Rock möchte es nicht, wie wir gehört haben, aber sonst die meisten im Rhein-Main-Gebiet, wenn das denn gehen soll. Eine letzte Bemerkung möchte ich noch machen und nehme dabei Bezug auf die Diskussion im Hauptausschuss beim letzten Mal. Da hat Herr Staatsminister Wintermeyer uns ja berichtet und wurde gefragt, wie es denn mit der Bundesratsinitiative in Sachen Lärmschutz ist, die übrigens von dieser Regierung und in führender Stelle vom Kollegen Al-Wazir mit den Nachbarländern Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sozusagen renoviert und neu eingebracht wurde. Und da merken Sie,
das sage ich jetzt insbesondere auch in die Richtung der LINKEN, dass wir sagen, na ja, dann macht halt eine Bundesratsinitiative, dass das sehr viel leichter und schneller gesagt als getan ist. Denn ein einziges Bundesland kann schon in einem Fachausschuss erreichen, dass das Ganze erst einmal zurückgestellt wird und auf Wiederaufruf wartet. Und demzufolge ist genau das Verfahren über den Bundesrat in die Gesetzgebung einzugreifen, nicht nur wegen der politischen Implikationen, die es auch haben mag, auch allein von dem Ablauf wegen und von den rechtlichen Regelungen sehr schwierig. Von daher ist es völlig logisch, dass für Bundeszuständigkeiten es sinnvoll ist, die Debatte im Bundestag zu beginnen. Und demzufolge hat unsere Bundestagsfraktion auch überhaupt nicht falsch gehandelt. Nur Sie, verehrte Kollegin Wissler, zu glauben, man könnte einfach alles abschreiben und dann sagen, dann machen wir es halt im Landtag, das klappt halt nicht, weil es auch nicht zielführend ist. In diesem Sinne, wir werden den Antrag ablehnen. Danke schön. Vielen Dank. Als Nächstes hat das Wort Staatsminister Al-Wazir. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, es besteht beim Fluglärmschutz dringender rechtlicher Handlungsbedarf auf Bundesebene, und zwar nicht erst seit heute und auch nicht erst seit Mai, sondern schon länger. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen, auf den übrigens im Antrag Bezug genommen wird, hat bereits in seinem Gutachten aus 2014 eine umfassende Defizitanalyse vorgelegt und sie belegt, und das sehe ich auch so, dass zentrale Aspekte im Bundesrecht schlicht ungeregelt bleiben bzw. dass die seit Jahrzehnten bestehenden Regelungen nicht mehr sachgerecht sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind gespannt, ob die Bundesregierung jetzt aus diesem und auch dem, was sie in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt hat, Erkenntnisse ziehen wird und tätig werden wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen war es auch völlig richtig aus meiner Sicht, dass die Kolleginnen und Kollegen der Bundestagsfraktion von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN den vorliegenden Antrag im Bundestag eingebracht haben, um Druck zu machen, und zwar konstruktiv Druck zu machen, indem sie eigene Vorschläge entwickelt haben und nicht nur die Vorschläge von anderen abgeschrieben haben, so wie die Linksfraktion hier im Hessischen Landtag. Also ja, es besteht Handlungsbedarf, auch rechtlicher Handlungsbedarf auf Bundesebene. Aber ich will Ihnen ausdrücklich sagen, wir können weder als Landesregierung noch als Hessischer Landtag die Defizite auf Bundesebene vollständig kompensieren. Aber wir treten natürlich im Bundesrat dafür ein, mit konkreten Initiativen die bestehenden Defizite zu beheben. Genau das ist übrigens der Grund, warum wir gemeinsam mit unseren Nachbarn-Bundesländern Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg im November eine Initiative zur Änderung des Luftverkehrsgesetzes in den Bundesrat eingebracht haben. Das ist ein überparteilicher Vorstoß von drei Bundesländern, der dem Lärmschutz mehr Gewicht beimessen soll, der frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung bei Planungs- und Änderungsverfahren von Flugrouten vorsieht und ausdrücklich ganz klar aus meiner Sicht, es ist die Verantwortung der Politik, sicherzustellen, dass Verkehr so lärmarm wie möglich abgewickelt wird. Das darf von Bund und Ländern nicht weiter auf die Gerichte abgeschoben werden. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Bundesratsinitiative, der Kollege Kaufmann hat es gesagt, da ist nicht automatisch eine Mehrheit vorhanden. Und ich will das ausdrücklich mal sagen. Ja, Achtung, Achtung. Sie verdrängen das gerne, aber Sie regieren in zwei Bundesländern mit. Ich sage jetzt nicht, wie die sich in den Bundesratsausschüssen verhalten haben, weil darüber spricht man nicht. Das ist sozusagen etwas, was man. Ja, aber ich sage es mal so. Ich hätte mir durchaus mehr Unterstützung gewünscht, und ich hoffe, dass es mir noch gelingt, im weiteren Verfahren diese Unterstützung auch zu bekommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und im Übrigen, wenn ich das einmal so sagen darf, das ist dann vielleicht etwas unspezifischer. Es gibt ja 14 Bundesländer, in denen die SPD an den Landesregierungen beteiligt ist und in der Verkehrsministerkonferenz sogar eine deutliche Mehrheit von sozialdemokratischen Verkehrsministern. Auch da, Herr Kollege Weiß, hätte ich mir mehr Unterstützung gewünscht. Ich arbeite aber weiter daran, überparteilich, dass wir genau diese Mehrheiten hinbekommen, um dort zu Fortschritten zu kommen. Aber auch wenn es in Einzelfragen solche Bundesratsinitiativen gibt,
Wir sind nicht die Bundesregierung. Wir sind auch nicht der Deutsche Bundestag. Deswegen ausdrücklich, es geht bei Ihnen ausdrücklich nur um bundesgesetzliche Regelungen. Ich finde, ehrlich gesagt, eigentlich müssten Sie sich einmal die Frage gefallen lassen, was denn Ihre konkreten Vorschläge und vor allem auch die Beschreibung des Weges, wie man diese Ziele erreicht, sein kann. Da ist Fehlanzeige. Insofern deutet das eher darauf hin, dass da wenig Kreativität vorhanden ist, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube nämlich, dass das am Ende, wenn man einfach nur Anträge von anderen abschreibt und in anderen Parlamenten einbringt, dass das am Ende keine Politik zum Wohle der Betroffenen ist, sondern eher politischer Klamauk, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen komme ich zu dem, wo wir konkret handeln und wo wir konkret dafür sorgen wollen, dass die Situation hier rund um den Frankfurter Flughafen besser wird. Wir haben eine Stabsstelle für Fluglärmschutz eingerichtet im Ministerium, die alle Maßnahmen koordinieren soll und sehr konsequent dabei ist, jede Handlungsmöglichkeit, die wir auf unseren Ebenen haben, erstens zu identifizieren und zweitens dafür zu sorgen, dass wir sie auch wahrnehmen können. Wir haben, Herr Kollege Weiß, Sie haben es überhaupt nicht wahrgenommen, das macht mich wieder fassungslos, zum 01.01.2015 genehmigt eine neue Entgeltordnung am Frankfurter Flughafen, die auch eine weitere Spreizung der Lärmentgelte vorgesehen hat. Wir haben die Forschungsförderung aufgestockt, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil wir sicher sind, dass wir in Zusammenarbeit mit dem DLR in Sachen aktiver Schallschutz auch an der Technik der Flugzeuge etwas verändern müssen und wollen das auch als Landesregierung anstoßen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben im Probebetrieb den nördlichen Gegenanflug um 1.000 Fuß angehoben, sehr erfolgreich. Ich kriege übrigens auch Rückmeldung, dass das auch durchaus sehr wahrgenommen und angenommen wird. Wir haben den angehobenen Gleitwinkel auf der Nordwestbahn von 3 auf 3,2 Grad vom Probebetrieb in den Regelbetrieb überführt. Und wissen Sie, ich weiß ja, dass Sie, obwohl Sie, der Kollege Kaufmann hat es angesprochen, als einzige Landtagspartei das Wort Lärmpausen in Ihrem Programm haben, sich weiterhin darüber lustig machen. Bitte sehr. Aber ich finde, wenn man so ein bisschen zurückblickt, Sie haben am Anfang, als wir die Lärmpausen in unseren Koalitionsvertrag reingeschrieben haben, gesagt, Herr Kollege Weiß, die SPD hat das gesagt, das wird der Flughafen und das wird die Luftverkehrswirtschaft niemals mitmachen. Wir haben festgestellt, Sie haben mitgemacht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dann haben Sie gesagt, es ist ja nur bei einer Windrichtung. Wir stellen jetzt fest, in 2015 Westwind herrschte an 75% aller Tage. Also sozusagen drei Viertel aller Tage kam der Westbetrieb zur Anwendung. Und dementsprechend haben dort auch die Lärmpausen eine Rolle gespielt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dann haben Sie gesagt, das funktioniert ja nur bei perfekten Wetterbedingungen. Das wird ja niemals angewandt werden. Wir haben Stand Ende Februar seit Beginn des Probebetriebs eine Umsetzungsquote der Lärmpause abends von 91%, morgens von 96%. Dann haben Sie gesagt, das ist ja nur ein Nullsummenspiel. Und an dieser Stelle will ich die Fluglärmkommission mal zitieren von gestern. Presseerklärung der Fluglärmkommission. Da sitzen übrigens ziemlich viele Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten drin, Herr Kollege Weiß, jedenfalls mehr als Grüne und auch mehr als Christdemokraten. Zitat der Fluglärmkommissionspresseerklärung. Die vergleichende Auswirkung der Lärmmessstation in den Nachtrandstunden vor und nach Einführung der Lärmpausen zeigte überwiegend die erwarteten Effekte. So konnten große Verbesserungen von bis zu 10 Dezibel unter der Anfluggrundlinie der Landbahn Nordwest, Frankfurter Süden und Offenbarer Norden aufgrund der Verlagerung der Anflüge zwischen 22 und 23 Uhr auf die Südbahn nachgewiesen werden. Auch in Neu-Isenburg überwogen die Entlastungen in der Zeit zwischen 5 und 6 Uhr durch die Schließung der Südbahn die aufgetretenen zusätzlichen Belastungen in der nächtlichen Abendrandstunde deutlich. Und im Süden Offenbachs hielten sich die Verbesserungen und die Verschlechterungen insgesamt die Waage. Die positiven Effekte bei den Abflüge, Herr Kollege Weiß, im Süden und Südwesten des Flughafens waren demgegenüber zwar viel geringer, aber gleichwohl immer noch erkennbar. Um Ihnen das einmal konkret zu sagen,
In Neu-Isenburg haben wir abends eine zusätzliche Belastung zwischen 2,5 und 4,5 Dezibel, aber morgens eine Entlastung von 6 Dezibel. Im Frankfurter Süden, im Offenbacher Norden, haben wir abends eine Entlastung von 10 Dezibel. Sie haben hier gerade gesagt, Sie würden das wieder abschaffen wollen. Gehen Sie nach Sachsenhausen. Gehen Sie in den Offenbacher Norden, gehen Sie in die Offenbacher Innenstadt, gehen Sie nach Neu-Isenburg und sagen Sie den Leuten, dass Sie diese Entlastung wieder abschaffen wollen. Dazu fordere ich Sie hier auf, ausdrücklich. Machen Sie das, machen Sie das. Und natürlich, das ist jetzt der letzte Punkt, an dem Sie sozusagen sich festhalten, ist die Frage, sozusagen, die Leute hätten ja gar nichts gemerkt. Ich will Ihnen einmal sagen, wie die Frage war, die wir in der repräsentativen Umfrage gestellt haben. Die Frage, die wir gestellt haben, ist, haben die Lärmpausen Ihr Alltagsleben verändert? Da will ich Ihnen sagen, im Nachhinein gesehen, ich habe diese Frageformulierung nicht selbst gemacht. Hätte ich sie vorher gesehen, hätte ich gesagt, na ja, was sollen die Leute denn darauf sagen? Ich meine, verändern die Reden des Abgeordneten Weiß das Alltagsleben der Menschen in Hessen? Da haben Sie wahrscheinlich hundertprozentige nicht wahrgenommen Quoten. Also, die Frage war, haben die Lärmpausen Ihr Alltagsleben verändert? Da haben 90% Nein gesagt. Die nächste Frage ist, wie bewerten Sie denn das Lärmpausenmodell? Das sind jetzt die Betroffenen. Da sagen 43,1% eher positiv, 33,3% eher neutral. Und dann ist die nächste Frage gewesen, wollen Sie, dass diese Lärmpausen weitergeführt werden? Da sagen 71% der Betroffenen, ja, das wollen wir. So, das ist das Ergebnis der Umfrage gewesen. Wenn Sie sich jetzt an der Frage... Herr Staatsminister, die Redezeit der Fraktion ist abgelaufen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Wenn Sie sich jetzt an der Frage festhalten, dass 90% gesagt haben, es habe Ihr Alltagsleben nicht verändert, bitte sehr, das ist Ihr gutes Recht. Aber auch an diesem Punkt sage ich, wir gehen den konsequenten Weg weiter, aktive Lärmschutzmaßnahmen zu machen. Und dazu gehören auch Veränderungen im Flugbetrieb und auch Veränderungen der Bahnbelegung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich bin sicher, dass die Menschen, wenn sie am Ende vor die Frage gestellt werden, wollen Sie, dass man auf diesem mühseligen Weg weitergeht, oder wollen Sie, dass Marius Weiß das alles wieder abschafft, sich für den mühseligen Weg entscheiden werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil er nämlich Ergebnisse hat. Weil er Ergebnisse hat. Noch drei Punkte, die mir wichtig sind. Ich achte auf die Zeit, Frau Präsidentin. Wir haben auf die Ergebnisse des dritten Moduls der NORA-Studie reagiert. Wir werden die angekündigten Schritte umsetzen, um Schulträger und Grundschulen dabei zu unterstützen, für ausreichend baulichen Schallschutz zu sorgen. Wir sind beim Thema Regionalfonds dabei, die Anliegen der betroffenen Kommunen aufzugreifen und umzusetzen und für einen dauerhaften Lastenausgleich zu sorgen. Wir sind übrigens auch beim Vollzug des Fluglärmschutzgesetzes dabei, vorhandene Defizite im Bundesrecht zugunsten der Betroffenen zu lösen, bei der Abwicklung der Außenwohnbereichsentschädigung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir arbeiten an der Lärmobergrenze. Und letzter Punkt. Derzeit wird auch am zweiten Maßnahmenpaket zum aktiven Schallschutz im Forum Flughafen und Region gearbeitet. Das soll spätestens 2017 durch das FFR verabschiedet sein und der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Auch da unterstützen wir die konzeptionellen Arbeiten innerhalb dieser vier Arbeitsgruppen in vielfältiger Form. Das sind einige Beispiele, wo konkrete Politik im Rahmen des rechtlich Möglichen die Belastungen der Betroffenen reduziert. In diesem Sinne werden wir unsere Arbeit zum Fluglärmschutz fortsetzen, sowohl Richtung Bund, aber und nicht zuletzt eben auch ganz konkret der Kampf um jedes Dezibel weniger hier in unserer Region. Und der wird am Ende erfolgreich sein. Da bin ich mir sehr sicher. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Dann wird der Antrag 2026/19, Tagesordnungspunkt 15, in den WVA überwiesen.